Am vergangenen Wochenende waren einige Mannschaften der HSG Schaumburg Nord beim Rasenturnier in Bodfeld. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, hört doch gerne einmal rein. Ja, hallo zusammen, ich bin Emily, die FSJlerin der HSG Schaumburg Nord, und jetzt hört ihr ein paar O-Töne von unserer männlichen A-Jugend, die am Samstag an dem Turnier dann teilgenommen hat, und auch von unserer männlichen B-Jugend und männlichen C-Jugend, die am Sonntag vor Ort war. Wir haben heute mit der männlichen A-Jugend das Turnier in Bodfeld erfolgreich bestritten, haben den ersten Platz geholt beim Feldhandballturnier hier in Hannover. Dazu sind wir um 12:30 angereist und haben danach auf dem Feld gespielt, hatten 6 Spiele. Dazu ist hier immer gutes Catering. Hier wird gegrillt, Kuchen verkauft, Eis verkauft. Also das Turnier macht einfach sehr Spaß. Ja, im ersten Spiel des Turniers haben wir gegen die HSG aus Langenhagen gespielt, haben gegen die auch souverän gewonnen. Es war auch eigentlich ein schöner Auftakt in das Turnier. Danach haben wir gegen den Gastgeber, gegen die TuS Bodfeld gespielt, mit Abstand der beste Gegner auf dem Turnier, haben da auch nur knapp mit einem Tor gewonnen. Das war dann sowas für uns wie die Voranstaltung, konnten danach sehr befreit gegen die Miesburger aufspielen, haben dort auch souverän mit 10 Toren gewonnen. Im Spiel danach kamen wir irgendwie nicht ganz in Tritt, haben gegen die HSG Nordstars nur mit 2 Toren gewonnen, aber Sieg ist Sieg, und damit konnten wir das letzte Spiel gegen die zweite Mannschaft von Bodfeld souverän mit über 10 Toren gewinnen und haben dadurch einen Turniersieg ohne Punktverlust geschafft. Also wir sind jetzt hier beim Feldhandballturnier in Bodfeld. Wir haben in der Gruppenphase 4 Spiele gehabt, davon haben wir 2 für uns entscheiden können. Also das erste Spiel war ein Sieg gegen Hannover West. Dann haben wir leider eine Niederlage gegen Hannover Barnstedt eingesteckt, aber haben dann mit einem Sieg weiter gegen die Nordstars gemacht. Haben dann aber das letzte Gruppenphasenspiel gegen Bodfeld, also den Gastgeber, hier verloren. Dann sind wir trotzdem ins Viertelfinale weitergekommen und sind da ausgeschieden leider. Aber da hat es einfach sehr an Abwehrleistungen gemangelt und im Angriff haben uns einfach die Ideen gefehlt. Und wir müssen einfach uns verbessern und dann in eine gute Landessiegersaison starten. Also das Feldhandballturnier hier in Bodfeld ist recht gut, vor allem weil wir ja schon auf vielen Cups waren, zum Beispiel auch in Ulzburg, wo wir Mannschaften kennengelernt haben. Und auch durch die Ligen haben wir halt viele Mannschaften kennengelernt. Dadurch war man nicht so ganz alleine in der Mannschaft, sondern konnte auch viel machen. Wir haben auch durch den zweiten Sieg was ausgegeben gekriegt von unserem Trainer, was ich sehr spendabel fand. Und ich wünsche der C-Jugend weiterhin viel Glück. Wir haben uns um 8.30 Uhr in Weitringhausen getroffen und sind dann nach Bodfeld gefahren. Dort hat das Turnier angefangen um 9.30 Uhr. Und unsere 4 Spiele waren direkt schon um 13.30 Uhr dann vorbei. Man kann hier außerdem sehr viele andere Sachen machen, wie zum Beispiel gucken, wie stark man werfen kann. Also hier gibt es so ein KMH-Wurfmesser. Und man kann auch ziemlich viel zur Verpflegung kaufen, wie zum Beispiel Eis, Bratwürste oder Steaks. Außerdem hat Bodfeld noch einen eigenen Shop zur Verfügung gestellt, wo man Handballklamotten und Bälle kaufen kann. Ja, wir wollen das Ganze hier natürlich nur als Vorbereitungsturnier in erster Linie auch verwenden, da uns natürlich noch eine Saison offen steht. Man merkt auch, viele Sachen klappen schon gut, vor allen Dingen der Angriff, auch wenn von ein paar Fehlern abzusehen ist. Allerdings ist leider in der Abwehr noch das Problem, dass die Werfer meistens frei vor dem Tor stehen. Wir waren heute mit der männlichen C-Jugend in Bodfeld beim Feldhandballturnier. Wir sind mit 7 Personen angereist und haben den 4. Platz belegt. Das Turnier hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das Wetter war gut, aber es war vielleicht ein bisschen zu warm für mich. Wir haben am Anfang 2 Spiele gewonnen, sind dann ins Viertelfinale gekommen, haben das auch gewonnen. Im Halbfinale haben wir dann leider verloren und das Spiel um Platz 3, da hatten wir dann nicht mehr so viel Konditionen und haben deswegen auch verloren. Mir hat das Turnier gut gefallen, aber leider waren wir nicht nur zu 7., was ziemlich anstrengend war. Aber allgemein war es sehr gut und wir sind 4. geworden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.